Guten Tag, guten Morgen, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Willkommen zurück auf dem Kanal. Willkommen zurück zu einem weiteren Video über Marvel, über WandaVision. Und zwar geht es heute um die dritte Folge voller Easter Eggs und Theorien, die wir ab 9 Uhr morgens heute schon sehen konnten. Und ich bin vorbereitet, wie immer. Diesmal nur mit zwei Seiten DIN A5, ja? Also quasi eine Seite DIN A4, keine 3. Und dennoch genug, was wir in diesen 25 Minuten sehen. Danke Marvel für 25 Minuten und 7 Minuten Credits. Ja, danke schön. Nein, das kennen wir ja schon von Marvel. Alles gut, alles gut. Ich glaube, je länger die Episoden werden, desto mehr verstecken sie in diesen Episoden. Und dann bleiben diese Folgen, werden immer länger und bla und Hilfe. Und wir verrennen uns in Theorien und Easter Eggs. Das tue ich nämlich sehr, sehr gerne. Ja, komm, also Los, wir starten mit Easter Eggs und Theorien. Düdüm. Geraldine, ich möchte mit Geraldine anfangen. Geraldine oder sagen wir Monica Rambeau ist mit einer markanten Gewichtung zurück in dieser Folge. Wir sehen Geraldine, die zu Wanda zu Besuch kommt und sie trägt direkt die ersten Hinweise direkt an sich, nämlich die Swordkette. Und die sieht man oder erkennt man eigentlich schon, bevor Wanda diese Kette im weiteren Verlauf der Folge anspricht. Und dieses Sword-Logo sehen wir schon beim Imka und zuvor in den anderen Folgen. Jetzt wissen wir es aber auf jeden Fall. Hey, unsere Geraldine, unsere Monica Rambeau ist tatsächlich von Sword. Warum sollte sie sonst ein Sword-Logo mit sich tragen? Kommen wir aber auch direkt zu einer sehr markanten Änderung, denn das Sword-Akronym wurde von den Comics abgewandelt für die TV-Serie. Und zwar, da muss ich einmal auf meinen schlauen Zettel gucken, weil ich dieses Wort einfach nicht aussprechen kann. Ursprünglich hieß SWORD oder bedeutet SWORD eigentlich Sentient World Observation and Response Department. Das heißt, es kümmerte sich wirklich um Aliens und Alien-Invasionen und dergleichen. Die ersten Hinweise sehen wir eventuell mit Nick Fury bei den Skrulls auf dem Weltraumschiff am Ende von Spider-Man Far From Home. Ist aber auch sehr weit hergeholt. Wir wissen nicht, ob es da schon um SWORD geht. Aber für die TV-Serie haben sie SWORD ein bisschen angepasst. Und das heißt jetzt Sentient Weapon Observation and Response Department. Was bedeutet das für uns? Nun, wenn SWORD sich gerade Wanda näher anschaut, heißt das, dass Wanda unter die Kategorie einer Waffe fällt. Klingt unschön, ist aber auch gar nicht so abwegig, denn wir kriegen schon in Civil War von General Ross im Gespräch zwischen den Avengers und General Ross mit, dass Bruce Banner, also Hulk und Thor, als Waffen klassifiziert werden. Denn Ross fragt die Avengers, wo denn Banner und Thor sich gerade auffinden und klassifiziert sie als gefährlich. Und das passiert um die Zeit rum, wo die Sokovian Accords, die Sokovia-Akkorde, gerade in Erarbeitung sind oder die letzten Unterschriften gesammelt werden sollen. Dementsprechend ist es gar nicht so abwegig, dass Wanda als Waffe zählt und dass wir da schon eine Referenz in Civil War hatten. Eine Referenz in Civil War zu SWORD. Nicht schlecht, Marvel. Nicht schlecht. Kommen wir nun aber zu dem wohl interessantesten Easter Egg dieser Folge. Ja? Diese TV-Werbung von Hydra. Oh, Leute, das waren Agents of S.H.I.E.L.D. Gefühle, die da in mir aufgeblüht sind. Ah, das sind Agents of S.H.I.E.L.D. Gefühle, die bei mir aufgeblüht sind. Wir sehen also diese, im Prinzip ist das Seife. Ich habe die Folge tatsächlich jetzt nur auf Englisch geschaut, ausnahmsweise diesmal nicht auf Deutsch. Das heißt, ich kann den genauen Wortlaut nicht. Aber was wir da sehen, ist mehr oder weniger eine Hydra-Seife. Und im Englischen ist der Slogan zu dieser Werbung: Helps you escape all the drama in your current life. Die Seife soll also dabei helfen, all dem Drama aus dem jetzigen Leben zu entweichen zu können. Diese Seife erinnert mich einfach so stark an Staffel 4 aus Agents of S.H.I.E.L.D., an das Framework, wo wir Coulson haben, wo wir einen Geschichtslehrer Coulson haben und der einfach diese Seife anspricht und sagt, dass die Seife dafür genutzt wird, um die Gedanken der Leute im Framework zu manipulieren. Denn das Framework ist prinzipiell nicht viel anders als diese Illusionswelt, in der Wanda gefangen ist. Und Hydra ist hier definitiv komplett
in der Macht dessen. Mit diesem TV-Spot ist meine Theorie, dass Wanda sich selbst diese Illusionswelt auf die Beine gestellt hat, hinfällig. Wir wissen jetzt, dass Hydra auf jeden Fall ja in der Macht steht über diese Welt oder über dieses Gefängnis und was auch immer sich da gerade Wanda befindet. Das ist auch der erste TV-Spot in Bezug auf Wanda, der nicht in ihrer Vergangenheit geschehen ist. Ja, sondern das, was jetzt gerade erst mit Hydra, durch Hydra mit Wanda passiert. Zurück zu dieser Referenz zu Agents of S.H.I.E.L.D. In der Staffel 4. Es würde auch sehr gut passen, dass man das Framework mit dieser Illusionswelt gut verbinden kann, denn eine Geraldine ist gerade nichts anderes als eine Gemma Simmons in Agents of S.H.I.E.L.D., die sich in das Framework reinschmuggelt, um ihr Team zu retten, gemeinsam mit Daisy Johnson. Jedoch haben wir eine Gemma Simmons im Framework, die halt nicht existent ist und dementsprechend keine persönlichen Dokumente besitzt, keinen Ausweis oder ähnliches, was ihr das ganze Leben oder ein Leben und ihre ganze Covergeschichte halt komplett hinfällig macht, während sie versucht, Coulson aus der Welt des Frameworks zu kriegen und May und Mace. Und Geraldine ist es nicht anders, denn wir sehen Vision, der vor dem Haus steht und sich kurz mit Agnes und ich meine, er heißt Herbert, unterhält. Und die beiden fragen, ob die Geraldine denn gerade bei Wanda ist, denn sie wäre ja seltsam, sie hätte ja kein Zuhause. Es ist logisch, denn Geraldine gehört eigentlich nicht in diese Welt, die von Hydra aufgebaut ist. Ja, Hydra hat ihr einfach kein Zuhause gemacht, gebildet, weil sie da nicht hingehört. Sie ist ein Fremdkörper, der dort nicht hingehört. Und da ist die Theorie, die ich auch letztes Mal schon aufgestellt habe, dass Agnes und Herbert oder wer auch immer noch Hydra sein könnte, ebenso noch aktuell. Wir sehen übrigens wieder Agnes Brosche. Und wir kriegen wieder was von Ralph zu hören und sehen auch einen gewissen Teil, der zu Mephisto, ja, mit Mephisto in Verbindung gebracht werden könnte. Nämlich in all dem Trubel zu Beginn, wo Wanda Schmerzen hat und diese seltsamen Dinge passieren, die übrigens nicht durch Wanda passieren, sondern durch die Kinder in ihr, die auch magische Kräfte haben. Eines der Kinder hat definitiv Wandas Kräfte. Das weiß ich aus den Comics. Und das Kind verursacht all die Dinge. Den Regen, die Schmetterlinge. Auch das kurze Feuer, was wir im Kamin sehen, als Wanda schreit. Und Feuer kannst du sofort mit dem Teufel in Verbindung bringen. Das ist eine der Sachen, die passieren, die auch gefährlich sind, die passieren während der Schmerzen von Wanda. Deswegen, glaube ich, kann man das, so klein es auch ist, mit Mephisto in Verbindung bringen. Kommen wir zurück zu den Kindern und zu der Schwangerschaft. Es ist eine 9-monatige Schwangerschaft, die innerhalb von 24 Stunden fertig ist. Davon ausgehend können wir also sagen, dass die Kinder auch definitiv schneller aufwachsen werden als normale Kinder. Was aber auch sehr logisch erscheint, denn die Kinder kämpfen in den Comics auch Seite an Seite mit den Avengers. Wir haben also Zwillinge, Tommy und Billy. Und die Verbindung der Zwillinge mit Wanda und ihrem Zwillingsbruder Pietro war wirklich sehr herzerwärmend. Wir sehen Wanda relativ am Ende der Folge, wie sie vor den Zwillingen steht. Zu Geraldine sagt, dass sie selber Zwilling ist und dass ihr Bruder Pietro hieß. Und sie fängt an, auf Sokovianisch zu singen. Ein Schlaflied oder ähnliches. Und das war auch ein sehr großer Knackpunkt. Und ich weiß nicht, warum die Geraldine plötzlich um die Ecke kommt mit Pietro. Pietro wurde umgebracht von Ultron. Ja, hättest du das mal lieber nicht gesagt, Geraldine. Denn kurz darauf ist sie im hohen Bogen aus Westview geflogen, durch die Kraft von Wanda. Sie hat also den Fremdkörper entfernt und Geraldine landet außerhalb dieser Bubble, dieser wie Under the Dome Kuppel, ja. Und wir sehen direkt auch von außen schon die großen Gebäude, die vor dieser Kuppel stehen. Und diese quasi investigieren, ganze Zeit lang beobachten. Geraldine schaut mit einem sehr starren Blick auf die Tafel, die vor Westview steht. Und dort sehen wir auf Englisch stehen, Home is where you make it. Interessant. Was aber auch interessant ist, ist dieses kleine Augenlogo von diesen ganz vielen Logos, die mit auf der Tafel sind. Das eine hat mich auch sehr stark an S.H.I.E.L.D. erinnert, wo wir in Staffel 2 oder 3, jedenfalls in der neuen Basis, in der neuen Untergrundbasis von S.H.I.E.L.D. ein Poster nebenher sehen können, wo steht Suspected, Reported. Ist auch wieder sehr weit hergeholt. Aber wie gesagt, S.H.I.E.L.D., alles Mögliche, was S.H.I.E.L.D. betrifft, sehe ich.
einfach. Die letzten zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, sind einmal, wie seltsam der Arzt doch ist, der Vision verrät, dass er sowieso nicht in den Urlaub fahren kann. Der Grund ist banal. Ja, sie wissen, ein kleines Dorf, kleine Stadt, hier kann man sowieso nicht entfliehen. Wir wissen aber ganz genau, was das zu bedeuten hat. Man kommt aus dieser Welt nicht raus. Man ist drinne und man kommt da nicht raus. Außer man ist eine Geraldine, die nicht reingehört. Dann kann man rauskatapultiert werden. Ganz, ganz einfach. Und in dieser Folge fängt Vision ebenso an, Sachen zu hinterfragen und suspekt zu finden, womit er auch zu Wanda geht. Und diesmal haben wir einen richtig harten Cut. Wir haben keinen Rewind. Wir spulen nicht zurück. Es gibt einfach einen richtig harten Cut, als Vision anfängt, sich Sorgen zu machen und alles zu hinterfragen. Und Wanda ist auch komplett nervös. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal nicht Wanda ist, die diese Sekunden zurückspult, sondern es ist Hydra, die einfach einen Cut machen und wieder von vorne anfangen, damit Vision Wanda keine Angst machen kann. Und Vision auch Wanda gar nicht dazu bringt, weiter darüber nachzudenken. Aber ja, das sind so die Kerngedanken. Und nicht gerade weniger. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt bestimmt noch die eine oder andere Sache, die ich vielleicht übersehen habe. Vielleicht habt ihr diese gesehen. Vielleicht habt ihr auch alles wie ich herausgefunden oder verbindet einige Dinge mit anderen Theorien oder mit anderen Easter Eggs oder Geschehnissen aus den Comics, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst, wie immer. Ja, teilt euer Marvel-Geek-Wissen mit mir. Ja, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um die folgenden Breakdowns der folgenden Folgen und die folgenden Marvel-Projekte nicht zu verpassen. Haltet die Flossen steif, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.